Ein liebes Hallo an alle da draußen, ein liebes Hallo an alle Eltern und natürlich auch alle, die sich für das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe interessieren. Der Jahreszeit entsprechend habe ich mich heute sozusagen in die wärmeren Gefilde begeben. Das heißt, es geht um das Thema, wie hat mein Kind richtig warme Füße? Was muss ich beachten? Welche Modelle kommen dann in Frage? Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen. Dann sehen wir uns halt gleich. Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Interessierten, wenn es ums Thema Kinderfüße, Kinderschuhe geht. Wie gesagt, der Jahreszeit entsprechend wollen wir uns zu dem Thema warme Kinderfüße befassen. Das heißt, wir haben ja schon in einem vorhergehenden Video mal darauf aufmerksam gemacht, auf die unterschiedlichen Futterstoffe, welche Vorteile sie haben und wie man das eventuell noch ein bisschen steigern könnte. Darauf gehen wir heute ein. Gehe ich heute ein, sagen wir mal so. Also, es geht ja immer um Folgendes. Jeder ist Eltern oder alle Eltern möchten natürlich immer, dass das Kind warme Füße behält. Am besten, sobald es in den Schuh reinschlüpft und bis es dann abends aus der Kita wieder oder aus der Schule dann nach Hause kommt, am besten bitte immer schicke warme Füße. Ansonsten wird ja dann sonst immer gleich das suggeriert, dass sobald mein Kind einen leicht kühlen Fuß hat, huch, die Wärmehaltung reicht nicht im Schuh, ich muss da noch ein bisschen mehr tun. Und so haben wir auch in der letzten Zeit oder jetzt zu der Jahreszeit immer häufiger das, dass also gerade Eltern kommen und dann hat das Kind eine Strumpfhose, eine Socke, eine Leggings, zwei Paar Socken an. Und so wird das allmählich immer gesteigert, weil man denkt, man tut dem Fuß etwas Gutes, so nach dem Motto, viel hilft nicht. Was viele immer wieder ein bisschen außer Acht lassen, ist eben halt, Füße sind Bewegungsorgane. Und die bleiben halt auch nur warm oder werden halt auch nur warm, wenn sich das Kind sukzessive bewegt. Das ist immer die Schwierigkeit, wenn es gerade um Laufanfänger geht, weil die halt noch nicht so mit Mama und Papa mitlaufen. Da kommt es also unwillkürlich, egal ob sie im Fußsack sitzen oder nicht, immer mal zu leicht kühleren Füßen, egal ob sie jetzt einen Schuh anhaben oder nicht, weil sie haben noch nicht diesen Bewegungsraum oder Spielraum wie wir Erwachsenen und haben mehr Ruhephasen. Was macht der Körper automatisch? Er schaltet da unten auf Sparflamme. So, dann haben wir natürlich die große Kategorie der Kinder, die in den Waldkindergarten gehen oder die sich generell viel draußen aufhalten, weil sie eben halt auf dem Land wohnen oder ein großes Grundstück haben, wo also sobald die Freizeit oder die Zeit dafür notwendig ist, meine Kinder draußen sind. Natürlich möchte ich da natürlich auch einen Schuh haben, der A, robust ist, der wasserdicht ist und der natürlich, ich sage mal, mich sozusagen von der Notwendigkeit befreit, darauf zu achten, wenn mein Kind jetzt mal nicht den zweiten oder dritten Socken anhat, dass es dann trotzdem warme Füße hat. Hier kommt hier natürlich ein besonderer Lieferant ins Spiel und das sind halt unsere Kamik-Modelle. Weil Kamik, muss ich sagen, kommt ja ursprünglich aus Kanada und ist halt wirklich für aktive Leute bei Kälte gemacht. Das heißt also, wer viele kennt vielleicht noch, die Anfangsmodelle mit dem typischen Gummifuß, die waren immer relativ klobig und schwer und hatten zumindest auch den Nachteil gehabt, dass sie nicht an allen Füßen gleich gut gesessen haben. An schlanken Füßen rutschen sie meistens ein bisschen runter, weil ich halt nur diesen einen Klettverschluss habe, wo ich ein bisschen was von der Weite her regulieren kann. Aber ansonsten ist es eben halt auch immer eine Frage des Fußes, passt es nicht. Nun hat sich natürlich auch hier Kamik ein bisschen Gedanken gemacht. Man ist also dann dazu übergegangen, auch in die leichtere Richtung, den Stance, den Snowman, den wir hier haben, zu kreieren. Also super leichte Schuhe, die also wirklich nichts wiegen, ein Hauch, muss man wirklich sagen. Und natürlich auch super warm halten. Einziger Nachteil ist wieder hier, sie passen eben halt meistens nur an relativ breite, kräftige Füße und berücksichtigen nicht so sehr den mittleren bis schlankeren Fuß. Aber da wäre man ja nicht ein guter Lieferant für Kinderschuhe oder für Schuhe generell, für alle Lebenslagen bzw. für alle Aktiven. Es gibt jetzt also auch Modelle, da sieht man auch schon gleich mal so von der Art her, die sind schon mal ein bisschen schmaler, die sind schon mal ein bisschen enger geschnitten. Die haben nicht mehr dieses Volumen wie hier. Also ich glaube, da sieht auch sogar der Laie, dass da diverse Unterschiede sind. Wer also hier wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, greift halt wirklich zu Kamik.
weil die haben sozusagen eine garantierte Wärmehaltung bis minus 32, manche Modelle sogar bis minus 40 Grad. Also wo ich dann sage, wenn die Eltern eine punkto Sicherheit in Sachen Wärmehaltung haben möchten, dann haben sie es hier. Die Kamik-Schuhe leben eigentlich auch davon, die haben jetzt nicht so dieses super dicke warme Futter. Das ist also dieser Sandwich-Look, den die hier drin haben. Man hat also ein mehrlagiges Futter, was immer noch mal mit Schaumstoff sozusagen gepolstert ist, dass also eine richtige Isolierung entsteht. Der einzige Nachteil ist natürlich, sie sind 100% Synthetik. Damit muss ich leider rechnen und wir geben auch generell immer die Empfehlung, bitte mit, liebe Eltern, bitte verzichtet auf die zweite Socke. Zieht dem Kind wirklich atmungsaktive und schweißaufnahmefähige Strümpfe an. Hier bietet sich zum Beispiel immer eine Funktionssocke mit an, die also, wenn der Fuß anfängt zu schwitzen, das vom Fuß her wegtransportiert, dass wir dann sozusagen nicht Füße im eigenen Saft haben, wie bei vielen anderen Modellen. Aber ansonsten sei es immer gesagt, also ich sag mal so, von klein bis groß ist man bei Kamik immer auf der sicheren Seite. Und wer wirklich warme Schuhe haben möchte für Winter, Winter, also nicht diesen Großstadtwinter mit ein bisschen paar Minusgraden, der ist hier also definitiv auf der richtigen Seite. Ich hoffe doch mal, ich konnte damit wieder eine Anregungen mit abgeben für euch, so mal zum Überlegen, was will ich, was brauche ich, was habe ich, weil ich muss auch immer sagen, die Kamik-Schuhe sind halt so warm, die empfehlen wir auch generell immer nur bei Minusgraden. Bitte zieht solche Schuhe nicht bei Plusgraden an, dann habe ich nämlich gerade das, was ich gerade meinte, nämlich Füße im eigenen Saft. Ich würde mich freuen auf ein nächstes Mal. Unsere lieben Abonnenten kriegen ja dann ihr Glöckchen wieder, wenn wir wieder was Neues eingestellt haben. Und seid sicher, uns fällt garantiert bestimmt noch was ein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!